Was passiert dann? James Bond und Kick-Ass zusammenmixt. Die Antwort ist Kingsman. Wir haben den Film angeschaut und was wir davon halten, wir sagen es euch jetzt. Im Film geht es um den Ex hier. Der Ex ist ein junger Mann, der kommt ein bisschen auf die schiefe Bahn, ist ein bisschen Krimineller. Eines Tages aber wandert sich sein ganzes Leben, wo er erfährt, dass sein Vater bei einer Keimorganisation tätig war, namens Kingsman. Und einer von diesen führenden Kingsman-Mitgliedern hat ihn ausgewählt, um dieser Spionagegruppe beizutreten. Und so beginnt seine Ausbildung zu einem von den besten Keimagenten der Welt. Ich glaube, ich rede für uns beide, wenn ich sage, dass der Film ziemlich geil ist. Er ist sehr, sehr over the top, also ziemlich gaga, wie schon Kick-Ass, der letzte Film von Matthew Vaughn, der in diesem Stil war. Und auch die Schauspieler, da merkt man, sie haben einen hohen Spass gehabt auf dem Set. Und zwar merkt man das vor allem beim Colin Firth, wo bis jetzt eigentlich nur so eine glatte Rolle gespielt hat und irgendwie so der feine Herr. Und jetzt da macht er mal eine Kehrtwende und spielt mal den Draufgänger so ein bisschen. Er hat zwar immer noch Stil und Charme und alles, aber er kann ziemlich zubrügeln. Und das muss er machen, wenn er den Sam Jackson als Gegenspieler hat. Weil das ist wohl gleichzeitig einer von der lustigsten und gleich bedrohlichsten Bösewichten, die ich glaube gesehen habe in der letzten Zeit. Und zwar ist er ein klassischer Bond-Bösewicht, was er so halt auf die Welt abgesehen hat. Aber er ist so lächerlich, weil er lispelt, er kann kein Blut sehen, er sagt, er muss kotzen, wenn er Blut sieht, und er läuft um wie ein, so ein Vorstadt-Gangster, irgendwie, wo irgendwie 17 ist oder so. If you get blood on the carpet, you have to take the carpet off! Can't stand the sight of blood. Das sind ja alles eigentlich gestandene Schauspieler, wo man weiss, dass sie gut sind. Und darum hat uns sehr überrascht, dass die Hauptfigur, der Taron Egerton, wo der Exi spielt, sehr gut ist. Er ist so ein junger Schauspieler und die haben ja so ein das Potenzial quasi, dass sie ihn nerven und ein das Gefühl haben, sie sagen etwas mehr. Aber er passt super in die Rolle, macht das echt gut. Ich bin positiv überrascht gewesen. Er ist definitiv ein Sympathieträger. Er macht sehr gut und er kommt auch voll nicht so als das Arschloch eben, als der Arrogante. Er nimmt sich selber auch nicht so ernst. Es gibt sehr viele Gründe, warum der Film mir sehr gut gefallen hat, aber ein Grund ist sicher, dass er so total übertrieben ist und so over the top. Eigentlich total lächerlich, wenn man es genau nimmt, aber es macht einfach Freude, dem Film zuzuschauen. Es gibt sehr viele gewalttätige Szenen, es gibt sehr viele blutige Szenen, aber die Szenen sind immer meistens mit total rockiger Musik unterlegt. Das heisst, man nimmt es gar nicht so wahnsinnig ernst. Es ist heutzutage ein Trend, dass ja Filme immer realistischer sind und immer alles muss sehr natürlich sein und wirklich ernst. Auch die neue James Bond Filme, ich liebe die neue James Bond Filme, ich finde es mega geil, aber man vermisst halt das traditionelle Agentenzeug, die Spielerei, die Gadgets. Und da ist es jetzt schön, dass wieder mal ein Film in Kinos kommt, wo total actiongeladen ist, aber auch total unrealistisch ist, sich selber nicht ernst nimmt und wirklich voll ist mit solchen Gadgets, wo man immer wieder denkt so, es ist etwas ganz Kleines, was kann es da, BOOM! Und man denkt dann so, wow, das ist eigentlich wirklich geil. Und James Bond Filme werden im Film immer wieder mal erwähnt, in verschiedenen Situationen. Ich finde es wirklich cool. Auch der Bösewicht von dem Film ist irgendwie auf eine Art eine Hommage an die James Bond Bösewicht. Es wird sogar im Film auch gesagt, dass die James Bond Filme immer nur so gut gewesen sind wie der Bösewicht. Und ich glaube, dass die Philosophie, der Hintergedanke hat sich der Film relativ ans Herz genommen. Und was auch noch cool ist, jeder Bond-Bösewicht hat so seinen Sidekick gehabt. Auch der Samuel L. Jackson hat seinen Sidekick, und zwar die Giselle, gespielt von der Sophia Boutella. Sie hat ganz spezielle Prothesen an beiden Beinen. Sie hat nämlich so eine Art Schwerter, irgendwelche Klingen hat sie dabei. Und das ist total cool in Szene gesetzt. Sie kann nämlich mit denen halt den Leuten die Arme abhacken, Köpfe abhacken, was auch immer. Und das ist echt cool, wie sie das macht. Sie tut nämlich richtig Breakdance, sie wirbelt ihre Beine umeinander. Es ist wirklich geil in Szene gesetzt. Allgemein die ganze Action-Szene gefällt sehr gut. Wenn wir gerade schon bei den Gesellen sind, das ist für mich der einzige Schwachpunkt im Film. Ich hätte mir dort ein bisschen mehr Background-Story zu dieser Frau gewünscht. Das ist das Einzige, was ich kann sagen, was mich am Film gestört hat. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Story dahinter gehabt. Sonst muss ich sagen, bin ich eigentlich zu 100% zufrieden mit dem Film. Okay, das ist noch interessant. Mich hat jetzt das nicht interessiert, woher das die Beine hat. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt etwas, wo man locker kann weglaufen kann. Vor allem, wenn der Film schon über 2 Stunden geht, muss man irgendwo ein bisschen kürzen. Uns hat der Film sehr gut gefallen. Es gibt 1-2 ganz, ganz Kleinigkeiten, die nicht so gefallen haben, aber das ist wirklich etwas, wo man drüber wegschauen kann. Wenn ihr auf einen lustigen, kurzweiligen Actionfilm, aber auch Spionagefilm alter Schule auf euch freut, dann geht den Film schauen, ist definitiv der Eintritt ins Kino wert. Was man vielleicht noch schnell erwähnen sollte, ist, dass
Wer Kick-Ass nicht so gut gefunden hat, sollte vielleicht auch Kingsman nicht unbedingt schauen, weil es ist sehr ein ähnlicher visueller Stil und er hat auch teilweise eine ähnliche Brutalität drin. Und wer mit dem nicht so viel anfangen kann, der sollte den Film vielleicht nicht unbedingt schauen. Wie immer ein ganz grosses Dankeschön an euch, dass ihr das Video angeschaut habt. Falls ihr den Film schon gesehen habt, gebt uns doch einen Kommentar. Es nimmt uns sehr wunder, wie ihr ihn gefunden habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr uns doch abonnieren. Wenn es euch nicht so gefallen hat, dann könnt ihr uns doch trotzdem abonnieren und wir sehen euch beim nächsten Mal. Was passiert, wenn man James Bond und Kingsman zusammenmixt? Wieso? James Bond und Kingsman. Es gibt sehr viele lustige Szenen mit ihm. Auch ich bin sehr positiv überrascht. Ist eine Frau und die hat anstatt Beis hat sie... Nichts, wenn es da unten macht. Sie hat Der Film... Hört mich so schauen. Wer sonst wäre ein cooler, unterhaltsamer, auch sehr witziger Film möchte schauen. Ich bin tot. Es nimmt mich sehr wunder, wie ihr ihn gefunden habt. Ah ja, jetzt komme ich dran.